Geplante Verbesserungen für die Straßen und Bürgersteige in San Bartolomé de Tirana kosten insgesamt ca. 9 Millionen Euro. Conchi Narváez, Bürgermeisterin der Gemeinde, und Bartolomé Acosta, für Straßenbau und Bauarbeiten verantwortlich, gaben dies in der Ratssitzung bekannt. Dabei wurden folgende drei Großprojekte genannt. Das erste davon ist das Erneuerungsprojekt für das Stadtzentrum von Maspalomas und Playa de Lindes für 1.321.518,11 Euro. Im Gebiet von Maspalomas werden die Asphaltierungs- und Verbesserungsarbeiten an der Gran Canaria 500 und auf der Gran Canaria 503 Abschnitt Parque del Sur durchgeführt. Das zweite auszuschreibende Projekt in der Gegend von San Agustin, das sich auf die Ausführung der Oberflächenerneuerung und Planung der öffentlichen Beleuchtung in der Calle Las Margaritas beschränkt, kostet 530.608,71 Euro. Und schließlich wird ein drittes Aktionsprojekt zur Erneuerung der Straßen in Campo Internacional und Playa de Lindes durchgeführt. Für den internationalen Bereich beläuft sich das zugewiesene Budget auf 1.459.557,27 Euro. In Playa de Lindes werden die Arbeiten an der Avenida de France, der Calle Lisboa, der Calle Oporto und der Calle Milan durchgeführt. Quelle der Daten: digitalfarocanarias.com. Bereits im Juli 2022 wurden verlassene Fahrzeuge von den Straßen in vielen verschiedenen Orten in der Gemeinde entfernt. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.